Es geht Schlag auf Schlag hier in Rio bei den Olympischen Spielen. Heute begrüße ich zum ersten Mal Leonie Adam bei mir. Leonie, erzähl mal, wie waren deine ersten Tage hier? Am Freitag geht es für dich los und dein einziger Wettkampftag. Wie war es bisher? Also bisher war es echt gut. Das Training lief gut und das Dorf ist auch alles echt schön hier eigentlich. Also so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, am Freitag geht's los, endlich. Ich freue mich drauf und es wird jetzt auch Zeit, dass es losgeht. Ja, die Spannung steigt. 19 Uhr deutsche Zeit geht's los am Freitag, erster, zweiter Durchgang. Für diejenigen, die sich vielleicht nicht so auskennen, erklär mal kurz, wie läuft der Wettkampf ab und was passiert im Finale vielleicht dann? Also, es gibt den Vorkampf, da springe ich eine Pflicht und eine Kür, es sind jeweils 10 Sprünge. Danach kommen dann von den 16 Teilnehmerinnen, die es bei uns ja nur sind, kommen die besten 8 ins Finale und dort wird dann nochmal nur die Kür geturnt. Du hast gerade schon angesprochen, olympisches Dorf, du bist hier eingezogen. Wie lebst du hier und hast schon jemanden getroffen? Also wir leben eigentlich recht bescheiden hier, aber ich denke, wir brauchen auch nicht mehr. In unserem Zimmer gibt es einen Schrank, ein Bett und ansonsten haben wir, denke ich, alles, was wir brauchen. Getroffen habe ich ganz kurz mal Anna Ivanovic, als er aus dem Bus ausgestiegen ist. Ja, doch. Du wohnst aber bei den Turnmädels in der Nähe oder wie sieht das aus? Ja, genau. Ich habe ein Einzelzimmer und bin mit den Turnmädels auf einem Apartment sozusagen. Also, Leonie turnt am Freitag, dran denken, schaltet ein, schaut es im Livestream an und wir haben natürlich, ich habe es euch ja versprochen, wir sind ja auf Autogrammjagd hier in Brasilien. Die Leonie hat schon ihren Beitrag geleistet. Ich zeige es euch kurz und nach den Olympischen Spielen könnt ihr das gewinnen und jetzt drückt man dir die Daumen und wünschen ganz viel Spaß bei den Olympischen Spielen. Ja, danke schön. Ciao.